gemacht und ich habe dieses Projekt gewählt, weil ich gedacht habe, dass es Spaß machen würde und auch wegen dem Ausflug. Ich habe dieses Projekt gewählt, weil ich es einfach toll fand und ich finde den Ausflug auch toll und ja. Ich habe dieses Projekt gewählt, weil ich immer gerne fliegen mochte. Ich bin zwar erst einmal geflogen, es waren zwei, aber ich verbiete es gerne. Da machen die Fliegen überhaupt funktioniert. Sehr gerne fliege und das heißt, wir haben, ich habe diese Filme ausgesucht, weil es spannend klingt und weil wir einen Ausflug machen, der 200 Kilometer entfernt ist. Der Emmy hat sich ausgewählt, weil wir da viele Experimente machen können. Ich bin der Kummer und ich habe das Projekt gewählt, weil es interessant fand. Okay, also erstmal herzlich willkommen. Ja, also was machen wir heute? Wir wollen herausfinden, ob der Mensch fliegen kann. Was meint ihr? Sag mal. Ja, sag mal. Er kann nicht fliegen, weil die Knochen nicht so sind zum Beispiel. Aha, noch Meinungen? Weil die Arme kürzer sind wie der Körper und weil wir keine Federn haben. Okay, noch mal einen. Also es könnte funktionieren, wenn man, aber da braucht man Ausstattung für. Richtig. Also nicht einfach so vom Fenster, vom Dach runterspringen. Und denkt, man genau. Kann also von alleine kann der Mensch eigentlich so nicht fliegen. Aber die Leute haben in ihrer Geschichte so immer vom Fliegen geträumt. Ja, es gibt zahlreiche Märchen, Mythos und so, wo die Menschen fliegen können. So. Batman. Batman, okay. Superman. Er kommt alle. Ja, ist eigentlich genau selber.
Aber es fing noch viel früher an. Zum Beispiel im Osten fliegender Teppich. Kennt ihr das? Ja, entweder in Parade. Richtig. Ja. Oder hier in Europa die Hexen. Die haben auch Ausstattung benutzt, den Besen. Wenn ich jetzt auf dem Besen sage, ja. Also die Leute haben immer geträumt, fliegen zu können. Genau. Und in Griechenland gibt es eine schöne Geschichte über Ikarus und Daedalus. Genau. Wer kennt diese Geschichte? Ich habe davon gehört, aber noch nie gehört. Also, okay. Also Daedalus war ein Wissenschaftler in Griechenland. Der hat ziemlich viele Entdeckungen da gemacht und so. Und der wurde von einem griechischen Zar so dazu veranstaltet, ein Labyrinth zu bauen. So, kennt ihr Minotaurus? Ja. Ja, also dieser Minotaurus-Labyrinth hat Daedalus gebaut. Der wollte das aber nicht machen, das war auf einer Insel und er wollte fliehen. Und dann hat er für sich und für seinen Sohn Ikar so einen Flügel gebaut. Flügel waren aus Feder und aus, wie heißt das, was Bienen herstellen? Honig. Nicht Honig, sondern... Gelatine. Genau. So, da haben die Flügel gebaut und hochgeflogen von diesem Insel. Sie wollten weg. Leider hat Ikarus ziemlich hoch geflogen und die Sonne hat seine Flügel zerschmolzen und er ist abgestürzt und gestorben dabei. So, das ist die Geschichte. Boah. Ja, wir werden im Nachhinein sehen, also diese Erkundung vom Fliegen ist ziemlich verbunden mit Tod. Also ziemlich viele Leute sind davon umgegangen, um diesen Traum zu realisieren. Ja. Genau. Hier gibt es so eine Möglichkeit zum Fliegen. Ein Drachen. Oder wie das auf Griechisch heißt, Deltaplan. Warum Deltaplan? Es gibt diese griechische Buchstabe Delta und das hat Form dieses Drachen. Und mit diesem Deltaplan könnte man jetzt fliegen. Also es gibt jetzt Leute, die mit diesem Gerät fliegen, die machen ziemlich Höheflüge, ziemlich weite Flüge, also die fliegen stundenlang. Und du stellst dich auf? Ja. Warum könnten die Griechen keinen Drachen bauen? Was meint er? Kein Material dazu. Was? Sie hatten kein Material dazu? Nee, also Material ist nicht das Problem. Das ist eigentlich so Stoff, da sind Holz, also da sind Seile. Wahrscheinlich wollten sie ihr eigenes Flugzeug erfinden. Also ja, die können das nicht. Das ist Flugzeug. Und da braucht es ein Holsterzeichen. Also Problem ist das anderes. Die haben Material gehabt, die haben aber nicht genug Wissen gehabt, um dieses Flugzeug zu bauen. Dieses Drachen. Also so blieb erstmal dieses Träumen vom Fliegen sofort. Genau. Aber es gibt einige schriftliche Quellen, die uns so berichten über erste Versuche, die Menschheit gemacht hat, um Fliegen zu erkunden. Also zum Beispiel in China, 206 vor Christus, in Dynastie Han, gibt es schriftliche, so wirklich schriftliche Schriftrollen oder so, wo darüber berichtet wird, dass Mensch versucht zu fliegen. In Europa fängt das irgendwann ab 11. Jahrhundert. Und es gibt noch eine in Spanien, Jahr 835, gibt es so einen Mann, der Abis in Farnas, der hat Stoffflügel gebaut. Mit Holz. Mit Holz, genau. Und der hat damit von einem Minarett runtergesprungen. Minarett ist so eine große Kirchenturm, so quasi.
Genau. Und ist er groß gewesen? Ja, das war relativ groß und der hat das auch überlebt. Wie hat das überlebt? Also hat das knapp überlebt? Also darüber können wir jetzt nicht wissen, aber der hat es überlebt. Das hat geklappt. Also die Flügel, die er gebaut hat, haben funktioniert. Ja, noch Fragen? Hm? Okay. Leonardo da Vinci sagt Ihnen bestimmt was. Künstler, der die Mona Lisa gemacht hat. Ja. Und? Und jetzt auch, Und er hat halt so eine Flugmaschine gebaut. Richtig, der hat das nicht gebaut, der hat sie aber vorausgesagt. Oder so. Also hier sieht man nicht so wirklich, aber das ist sein Zeichen, wie so ein Flügel aussehen könnte. Also im Nachhinein haben die Menschen nach diesem Zeichen die richtig funktionierende Flügel gebaut. Allerdings mit modernen Materialien, die ganz leicht sind. Also damals hat Leonardo da Vinci Prinzip erkannt, aber konnte die richtig funktionierende Flügel leider nicht bauen. So. In Russland, ungefähr ab 14. Jahrhundert, gibt es auch so eine Fakten, wo die Menschen vom Turm fliegen oder von Kirche. Mit Stoffflügeln. Die haben das auch überlebt. Allerdings damals war dieses Fliegen erkunden gar nicht so leicht. Also hier sehen wir ein Bild, das ist Ivan der Schreckliche, ganz großer russischer Zar. Und der hat gehört, dass jemand fliegen kann, so vom Turm. Und er hat gesagt, das kommt von Böse. Das ist nicht vom Gott gestattet, dass die Menschen fliegen. Und der Mann, der so geflogen hat, wurde verbrannt. Geköpft? Geköpft, also genau, geköpft und die Flügel werden verbrannt. Eingerichtet. Genau. Also genau dasselbe passiert in Europa. Also je mehr Menschheit weiß über Fliegen, desto mehr Versuche kommen. Und in Europa werden diese Versuche auch ziemlich hart bestraft, die Leute werden einfach verbrannt. Ja. Es gab so eine kirchliche Organisation, Inquisition heißt die, wer weiß was davon? Also, die haben Hexenjagd veranstaltet. Das heißt, wenn die Leute, die in dieser Kirche so beigetreten sind, meinen, dass jemand sowas macht, das nicht vom Gott gestattet wurde, wird der Mensch als Hexe so erklärt und dann verbrannt. Also diese Fliegenwissenschaft war ziemlich schwierig damals. Okay. Und dann gehen wir weiter. Also der Mensch hat erstmal... Warte kurz. Der Mensch hat erstmal nicht geschafft, mit so einem Flügel richtig zu fliegen. Und dann haben die Menschen zu altem Wissen zugegriffen. Es gab so einen Mann, Archimedes, der wohnte auch, ja, erzähle. Also der hat die Krone vom König irgendwie in Wasser getan. Ja. Und dann hat er einen Goldklumpen, der genau exakt genauso viel wiegt wie die Krone, auch ins Wasser getan. Und bei der Krone ist mehr Wasser übergelaufen und deswegen hat er gesehen, dass die Krone eine Fälschung war. Ja, so in der Art. Also der Archimedes hat so ein Gesetz erfunden, nicht erfunden, so erkundet, dass Wasser so eine Kraft hat, dass Gegenstände, die in Wasser drin liegen, rauswerft. Ja, du hast richtig gesagt von Krone. Es gab eine Goldkrone und keiner könnte sagen, ob die echt ist oder falsch. Und der Archimedes hat, also warum? Die Dichte von Gold wusste man schon. Man könnte nicht den Volumen bestimmen. Und der Archimedes saß zu Hause in Badewanne und da hat er bemerkt, wenn er in Badewanne rangeht, dann steigt Wasser.
Und wenn er rausgeht, dann geht Wasser wieder zurück. Das heißt, sein Körpervolumen hat, wenn er das in Badewanne reinsteckt, tritt Wasser raus. Okay, und der war so begeistert von dieser Idee, dass er komplett nackt auf die Straße gelaufen hat und hat geschrien Erika, das heißt so gefunden, die Lösung gefunden. Ja, der war super begeistert davon. Ja, und ja. Sagen Sie dann mal, was Sie nackt gesehen haben. Das weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall war er sehr begeistert. Genau. Und der hat erfunden, dass diese Kraft, dass Gegenstand aus Wasser raustritt, ist genauso groß wie Gewicht von Wasser, das von diesem Gegenstand vertrieben ist. Das können wir ganz leicht sehen. Also hier vorne haben wir eine Waage. So, das ist ganz normale Waage, die ist jetzt so gerade in der Mitte. Ja? Also das heißt, dieses Gegenstand wiegt genauso viel wie dieses Gegenstand. Was ist das linke? Das ist so ein Kugel. Und das ist einfach so eine Stahlklopfen. Genau. Wenn wir hier jetzt Wasser reingießen, was passiert? Ja? Dann geht die Kugel weiter nach unten. Ja, und warum? Weil das Wasser, wenn wir jetzt das Wasser reinmachen, steigt dieser Stahlklopfen. Genau. Und warum passiert sowas? Wahrscheinlich wegen dem Volumen. Richtig. Das Wasser stoßt dieses Stahl raus. Ganz einfach. Also wenn wir das nochmal so reingehen, dann geht es wieder zurück. Ja. Und nach diesem Prinzip funktioniert eigentlich jeder Schiff. Also jeder Schiff, der ist aus heutzutage aus Stahl gebaut und das sinkt doch nicht. Hat jemand so einen Zettel? Wie ein Molekül wahrscheinlich. Nein. Weil welches Gegenstand kann schwimmen? Als Schiff. Ja, Schiff. Warum schwimmt er? Ja. Weil es keine Löcher oder so hat. Also, ist alles. Also eigentlich, weil dieses Schiff in der Mitte Luft hat. Und alles zusammen, Luft und Stahl insgesamt, haben Gewicht kleiner als Wasser. Deshalb schwimmt das. Wenn Gesamtgewicht größer als Wassergewicht ist, in genau selben Volumen, dann sinkt das Gegenstand. Okay, gib mir das Zettel. Ja, das können wir so ganz normal schauen. So, wer kann Schiffe bauen? Das geht ganz einfach. Dann bauen wir ein kleines Schiff, das schwimmen kann. Tada! Aber da kann man auch einen Frosch. Also in der Mitte ist ja Luft. Ja. Und ja. Drunter. Da kann und dann sehen wir, noch schwimmen. Aber irgendwann ist es so durchgeweicht. Ja. Aber mit Schiff ist eigentlich nicht so spektakulär. Also das Schiff schwimmt, das wissen wir alle. Was passiert? Na, was reingeht. Mit diesem Zylinder. Die schwimmt auch. Ja, das hat doch keine Ränder. Nein, stimmt gar nicht.
Ja, was soll? Es hat in der Mitte ein Loch, deswegen geht es nicht schwimmen. Das Loch habe ich jetzt zugeklebt. Ach so. Aber das hat keine Ränder. Das Plastik. Okay. Können wir es mal halten? Ich schwimme. Ja, natürlich. Ja. Halt es schwimmt. Jetzt nicht reinklatschen. Also das ist so, wenn ich das so reinlege, das schwimmt. Was passiert, wenn ich ein Gewicht drauf lege? Runter. Kommt drauf an. Nein, wie schwer ist es? Weg damit. Guck, kommt drauf. Was? Ja, wenn es genau in die Mitte liegt, dann. Ah, nee. Jetzt kommt mal hier nach vorne. Also, wenn ihr so genau hinschaut, so von hier, dann liegt dieses Kompaktdisk schon tiefer als Wasseroberfläche. Guck mal von unten. Seht ihr das? Ja. Das sieht schon tiefer. Und das schwimmt trotzdem. Was meint ihr, warum? Jetzt könnt ihr wieder zurücksetzen. Warum schwimmt das Teil? Ja. Weil sich das Gewicht vielleicht auf die Mitte verlagert und das dann irgendwie. Trotzdem, das liegt tiefer als Wasseroberfläche, das ist definitiv schwerer als Wasser. Warum schwimmt das? Ja. Weil es auf einer glatten Fläche liegt? Ja. Und zwar, da gibt es einen Trick. Nehmen wir jetzt das Ding kurz raus. Also ich kann so anmalen. Das ist die Wasseroberfläche. Also hier ist Wasser. Und hier liegt unsere Scheibe. Unser was? Die Zylinder. Achso. Genau. Das liegt tiefer als Wasseroberfläche. Und hier gibt es so eine Kante. Das gibt es nicht mehr. Und hier liegt unser Gewicht. Trick ist dabei. Dieses Luft, was hier ist, gehört eigentlich auch zu diesem Zylinder. Das heißt, es wird nicht nur Gewicht von dieser Scheibe und diesem Gewicht genommen, sondern es gibt noch Volumen, das dieses Luft hier mitnimmt. Deshalb schwimmt das. Versteht ihr? Also es wird alles insgesamt gemessen. Nicht nur Scheibe und Gewicht, sondern auch Luft, was hier drauf liegt. Okay. Also, wir machen erstmal bis zu Ende weiter und dann machen wir Pause, okay? Okay. Also, das ist Erklärung dafür. Hier haben wir zum Beispiel so eine ganz normale Büroklammer, das auch schwimmen kann. In Milch nicht, aber mit im Wasser, wo Seife drauf ist. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Dr. Lehm. Sie haben denn. Ist der selber mitgebracht? Ja, ist mein. Ach so, ich habe jetzt einen für Sie reserviert die ganze Woche. Ich wusste nichts davon, ich habe keinen erreicht, deshalb habe ich das besorgt. Keine Sorge. Okay, also ab morgen können Sie einen von der Schule haben. Hm? Und zu den Raketen, die Startrampe ist im Schrank, kann ich Ihnen zeigen. Die ist da. Ich habe es gesehen. Haben Sie schon gesehen? Ja. Gut, hat der liefert es auch irgendwo in der Gegend, aber okay. Mhm. Gut, Sie haben soweit alles? Morgen. Ja. Sie haben soweit alles? Ja, alles gut. Alles klar? Also auf der Linke, ja. Der Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, können wir das irgendwo in eine halbe Stunde? Okay, hat jetzt auch. Gleich am Anfang? Hm? Gleich am Anfang? Ja. Können wir machen? Ich komme ganz mal drüber zu mir. Danke, Bescheid. Alles klar. Ich komme mit zwei Schülern drüber, die stellen es gerne vor. So. Okay. Warum bauen wir Raketen? Ja. Heute? Nein. Morgen? Morgen. Nein. Übermorgen. Ja. Schade. Okay. Herr Ritt? Ja. Was ist nochmal unser Ablauf? Also, wir machen zwei Stunden Theorie. Und zwei Stunden. Komm mal, gleich das. Theorie und dann zwei Stunden Basteln. Also haben wir nur bis. So in der Art. Also haben wir nur bis 12 Uhr. Mhm. Ja. Okay. Also, was können wir noch machen mit dieser Geschichte? Was, weißt ihr, was das ist? Wasser. Wasser. Guck mal. Da kannst du Schnee machen.
Sink. Okay. Jetzt schwimmen wir auf Hoch. Hochschwimmen. Und jetzt sind wir am Deckel. Man merkt, dass sie drauf. Es lief in dem ganzen Tropfen vom Daumen. Das lebt doch, nicht. Warum sinkt er? Wahrscheinlich wegen dem ganzen Druck vom Daumen, wenn sie da runterkommen. Ja, und was passiert? Wie funktioniert das? Dann hat das was ganz viel Druck und geht nach unten. Ja, das ist sogenannte kartesianische Tauchen. Was? So nehmen. Es wird auch als Descartes-Taucher benannt. Es gibt so einen Mathematiker, es gab so einen Mathematiker, René Descartes, der hat so ein Experiment auch gemacht. Wir können das auch selber basteln. Und zwar hier, guck mal, da gibt es auch einen kleinen Teufel. Und hier gibt es so eine Büroklammer mit so kleinen Stroh. Das taucht drunter. Warum passiert das? Also diese Klammer ist Gewicht, in diesem Strom gibt es Luft und wenn Wasser drückt, erhöht sich, dann wird Volumen von diesem Strom auch gedrückt, das wird kleiner und deshalb sinkt das runter. Wenn wir Druck wegnehmen, wird das wiederum größer. Ja. Also wie eine Strömung. Ja, genau. Also wenn wir drücken, wird das vom Wasser von Seiten gedrückt. Das wird kleiner vom Volumen und dann sinkt das runter. Wenn wir das loslassen, dann schwimmt das Ding wieder hoch. Ja. Wie kann uns dieses Wissen zum Fliegen bringen? So. Da haben wir so ein Gesetz gesehen. Die Gegenstände werden vom Wasser hochbetrieben. Wie kann uns dieses Wissen weiterhelfen, um zu fliegen? Fliegen wollten wir. Ach so. Ja. Irgendwie wegen dem Gleiter, da kommt doch dieser Wind und geht dann um die Gleiter nach vorne. Das ist was anderes. Ja. Wir könnten auf ein Trampolin springen und wenn das Trampolin uns abfedert, fliegen wir nach oben. Auch nicht so wirklich. Also eigentlich. Ja, im Jahre 1782 hat französische Akademie der Wissenschaft so eine Gremium gerufen. Und da haben die gesagt, dass der Mensch kann nicht die Erdanziehungskraft überwinden. Also ist definitiv nicht möglich. Allerdings, was sehen wir hier? Heißluft. Wie funktioniert das? Wir fliegen noch nicht mit. Ja? Die heiße Luft geht in den Ballon und heiße Luft geht ja nach oben. Warum? Helium. Weil die kalte Luft nach unten geht? Weil heiße Luft leichter ist. Leichter. Und dann. Genau, das ist genau dasselbe Prinzip. Wie hier. Also das ist leichter, geht nach oben. Also leichter als Wasser wird schwimmen, leichter als Luft wird fliegen. Ganz einfach. Und es gab so auch ein paar schriftliche Meldungen dazu. In China im 14. Jahrhundert gab es Versuch, Luftballone zu basteln. Im Jahre 1709 gab es einen portugiesischen Mönch, Lorenzo, der hat ein funktionierendes Luftballon gebaut, wurde danach aber verbrannt. Ja, genau, von Inquisition, ja. Was sind die Inquisition? Die Marine. Also, nein, nicht Marine. Also, es gibt in katholischer Kirche, es gab in katholischer Kirche so extra Abteilung, dass die Menschen gejagt hat, die irgendwas gebaut haben, was nicht mit Bibel so zusammensprach. Also Bibel ist Hauptbuch von Christen und es gab auch ziemlich viele Bücher, die diese Bibel nochmal Bedeutung gemacht haben und es gab strikte Regeln für Leute, was die machen dürfen und was die machen nicht dürfen. Und wenn jemand so einen wie Lorenzo Heißluftballon gebaut hat, dann hieß es wieder
du hast irgendwas Falsches, Verbotenes gemacht und dafür wirst du verbrannt. Es gab auch diese geile Geschichte, wie kann man eine weibliche Hexe erkennen. Weißt du das? Also, ja. Wenn sie rote Haare hat oder irgendwie so? Nicht unbedingt. Also das war viel einfacher. Die arme Frau wurde erstmal zusammengebunden, in einen Sack gesteckt und dann in Wasser geworfen. Und sie hat im Fluss. Verwandelt. Genau. Und wenn die gesunken hat, wie ganz normale Frau, dann war die keine Hexe, war die aber tot. Wenn die das überlebt hat, dann war die eindeutig Hexe, weil normale Frau kann das nicht schaffen und dann wurde die verbrannt. Aber dann macht es denn jeder von Richtig. Ja, Sekunde, ich mache erstmal die Tür zu. Hey, ja, super. Okay. Also, im Jahre 1734 in Russland gab es auch einen Versuch, Heißluftballon zu bauen. Und der Erfinder wurde zum Verbrennen auch verurteilt, also es gab nichts anderes als in Europa. Der konnte aber irgendwie fliehen. So, dann gehen wir weiter. Im 5. Juni im Jahre 1783, genau ein Jahr später, nachdem die französische Akademie hat gesagt, der Mensch kann nicht fliegen, bauten Josef und Etienne Montgolfier ein 11 Meter großes so Ballon. Und damit haben die erstmal 1 Kilometer hochgeflogen. Also nicht selbst, die haben erstmal das Ballon hochsteigen lassen. Das war natürlich so super spannend. Die haben das vor großer Menge von Leuten vorgeführt, das war in Frankreich. Und die waren eigentlich Erste, die so als Helden gefeiert sind und nicht verbrannt wurden. Also das gilt jetzt als erster offizieller Flug. Also weil die es ja geschafft haben, dass das Gerät überhaupt fliegen kann? Hm? Weil das Gerät ja überhaupt fliegen kann, deswegen? Nein, also es gab schon Geräte, die geflogen sind, aber das sind eigentlich Leute, die das ziemlich überlebt haben. Ach, steht da noch? Im November 1783, es gab erste Menschen in der Luft, die einen Heißluftballon hochgeflogen sind. Und zwar, da war auch so eine ganz komische Geschichte. Also der Mensch wusste damals noch nicht, wie da oben ist. Und es war erstmal Meinung, dass 100 Meter höher kann man gar nicht atmen. Da gibt es keinen Sauerstoff, kein gar nichts. Und deshalb haben die Leute erstmal so Tiere hochgeschickt, um zu schauen, ob sie das überleben. Und danach haben diese Brüder, Joseph und Etienne Montgolfier, haben gesagt, jetzt fliegen wir als Menschen hoch. Der König hat aber gesagt, nein, das geht nicht, weil ihr seid Wissenschaftler, wir brauchen Wissenschaftler hier im Land und wenn ihr da umgeht, ist eigentlich inakzeptabel für uns. So, und dann haben die einen Verurteilten genommen, also Verurteilten zum Tode. Die haben dann auf diesen Luftballon gesetzt und im November 1783 hat er hochgeflogen. Hat er es überlebt? Ja, der hat es überlebt. Was? Der hatte so Höhe von 1 Kilometer erreicht, so ungefähr, und so halbe Stunde hat er so rumgeflogen. Ja. Ist er geflüchtet? Ist er dann gestorben? Ist er doch nicht, wenn du mit dem Flieger fliegst? Nein, nachdem er wieder unten war. Ermordet meinst du? Das war auf jeden Fall verurteilt zum Tod. Und kann sein, dass er begnadigt wurde. Nachdem die Leute haben gedacht, das ist ein sehr gefährliches Experiment. Das war auch ein sehr gefährliches Experiment. Ja. Auf jeden Fall, das war so erste besetzte Flug. Genau. Da können wir erstmal schauen. Ja. Was meint er? Können wir jetzt so einen Heißluftballon erzeugen? Hä? Ja, können wir. Und zwar, wir nehmen ganz normale Gemüse. So, gelbe Sache. Aber ich brauche viel Freude dafür. Was? Wir brauchen viel Freude. Wo steht denn Freude? Ach, ihr seht's gleich.
Wir nehmen einen Haartrockner und wir füllen das mit heißem Luft. Und das fliegt. Problem ist, der kippt um. Ja, das muss man unten festbinden mit Zeug. Ja, richtig. Wollen wir machen? Ballon davon ist noch nicht so groß. Wir haben Ballon aufgeladen. Also, das fliegt schon hoch. Und dann kippt er um und dann geht es runter. Ja, weil ich aber das kann fliegen. Wenn es noch wie bei einer Hupfburg. Wie bitte? Hupfburg zu Hause. Ja, das ist ein bisschen anders, aber so. Hä? Genau. Wie können wir das noch beweisen? Wir nehmen einen ganz normalen Luftballon. Und wir machen das hier drauf. Jetzt Feuer an. Genau. Und dann machen wir das in Pentel an. Also die erhitzen das von... Genau, wir erhitzen das Teil. Und unten danach geht die ganze warme Luft in den Ballon, dann fliegt das. Oh, fliegen? Nicht, jetzt reicht's. Ja. In dem Sinne, oder? Du bist schon, was ich meine. Was passiert jetzt? Wie viele Grad ist das? Das ist gerade noch gar kein. Jetzt habe ich das am Buch. Was wird passieren? Fliegt das Teil? Nein, weil es ja gerade zu schwer ist und weil der Ballon noch zu klein ist dafür. Richtig. Aber was passiert noch? Aber wenn es alles erhitzt, also sie erhitzen es von unten, danach geht die ganze Zeit Luft in dieses Glas, danach wird diese ganze heiße Luft im Ballon. Mhm. Und so weiter. Ja. Also das Gerät wird spielen, aber der Ballon wird erhitzt und dann, ja, es wird. Jetzt haben wir 75 Grad und was sehen wir? Das geht schon ein bisschen hoch. Also, somit sehen wir, dass heiße Luft braucht mehr Volumen als kalte Luft. Und wenn Volumen genau selbe bleibt, dann sehen wir, dass diese heiße Luft ist eigentlich so ein bisschen leichter. Also wenn wir noch ein bisschen warten, dann wird es noch ein bisschen mehr aufblasen. Genau. Also inzwischen kann ich noch was Interessantes zeigen. Oha, können Sie es nochmal machen? Was? Was ist nur, wenn ich die Maus nicht bewege? Okay. Also man sieht, das bläht sich auf. Ja? Bald explodiert er. Genau. Noch eine Erklärung, warum das alles hochfliegt. Der Luft hat auch Druck. Was könnt ihr mir über diese Flasche sagen? Ja? Schwer. Ja. Wenn wir unten drücken, wird das Wasser auch steigen. Also nehmen wir Druck. Was passiert, wenn ich jetzt Deckel aufmache? Kohlensäure fliegt nach oben. Das kann ich jetzt schon aufmachen. Was meint ihr? Was passiert, wenn ich jetzt Deckel aufmache? Ja? Eigentlich nur das Wasser wird. Ist da Kohlensäure drin? Nein, das ist ganz normal Wasser, ich kann das trinken. Da ist Druck drin. Okay, ich mach das auf. Da sind Löcher drin. Und wieso geht es jetzt erst raus? Ja, das wissen wir auch, dass der Löcher drin sind. Das hat mit dem Druck zu tun. Ja? Der Druck hält das Wasser in der Flasche drin. Richtig. Wenn man den Deckel öffnet, verschwindet der Druck. Richtig. Also, und zwar, wir haben hier in der Luft Druck, so eine Atmosphäre heißt das. Und wenn ich jetzt hier diese Deckel aufmache, der Druck kommt von über diese Öffnung auch nach unten und Wasser wird rausgedrückt. Wenn ich das zumache, dann drückt Luft nur auf diese kleine Löcher. Und dann kommt Wasser nicht raus. Wie so eine harte Tür, die über den Schrank kommt. Ja. Man könnte auch theoretisch, wenn sie das zumachen, einfach drücken und dann kommt das Wasser auch raus. Ja, aber das ist nicht Sinn der Sache. Das geht auch natürlich. Okay. Platz. Bums.
Okay, also im August 1783 hat so ein französischer Wissenschaftler, Charles heißt er, gehört von diesem Molotow-Bruder. Der hat davon gehört. Der wusste aber nicht, wie die das gemacht haben. Der war eigentlich auch ein der Wissenschaftler, der hat gesagt, der Mensch kann nicht fliegen. Ja, und der hat gehört, dass die Brüder Montgolfier haben das geschafft. Und er hat sein eigenes Ballon gebaut. So. Und da er nicht wusste, dass es mit Heißluft geht, hat er das mit Wasserstoff gefüllt. Es wurde genau da erfunden, dass Wasserstoff viel leichter als Luft ist. Und er hat so Wasserstoffballon gebaut. Der hat auch so erfolgreich damit geflogen, aber nach der Landung, der ist auf Bauernfeld gelandet und die Bauern haben gesagt, was ist denn das? Das ist sehr böse und die haben das Ding total kaputt zertrümmert. Aber den Mann nicht, oder? Der Mann nicht, nein. Genau. Also zum Wasserstoffballon-Experiment brauche ich jetzt Herr Dr. Link. Das machen wir jetzt auch gleich. Und nächster Versuch. Ich habe alle Reste draufgelassen. Und ich darf es hier ablassen. So. Es war das falsche Gas, deswegen konnte es nicht steigen. Deswegen war es auch schwerer, das konnte ja. Das sieht besser aus. Das löst sich ja irgendwann. Achtung. Und das wäre die Schnecken, aus denen es sich gerade aus. Das ist große. Das geht. Ja, gleich kommt sie. Guck mal. Ah, guck mal. Das fliegt jetzt. Oh. Jetzt kommt sie. Kommt. Nimm das. Das ist diese blöde Reaktion, die ich kriege, wenn das so läuft. Pumps? Jetzt wäre die nächste. Du musst schon dranbleiben. Ich krieg's. Koyomi. Also wir sehen, das Teil fliegt richtig gut. Oha, wie das macht auch ein geiles Geld. Kaputt. Ist noch einer drin? Also, wir haben jetzt gesehen, wie Wasserstoff gut fliegt und wie er gut knallt. Also, im Jahr 1852 haben die Leute so erste Dirigibel erfunden. Ja, was? Dirigibel, das ist so eine Aerostat. Das ist auch mit Wasserstoff gefüllt. Das ist doch Zeppelin, oder? Ja, Zeppelin. Ist auch ein Name dafür. Und ja, die Leute haben geflogen mit dem Ding. Es gab natürlich ein Problem. So ein Heißluftballon oder Wasserstoffballon, wie kann er nur fliegen? Ja. Durch heiße Luft? Nicht unbedingt, nur durch heiße Luft. Der kann fliegen. Ach so, nur da, wo Wind weht. Das heißt, du kannst hochsteigen mit Heißluftballon und mit Wind hinfliegen. Du kannst nicht quer zu Wind fliegen, du kannst nicht gegen Wind fliegen. Und dann haben die Leute so eine Zeppelin gebaut mit so Ruder. Also man sieht hier so hinten Ruder. Es gibt auch Motoren, die das Ding nach vorne bewegen. Und da könnte man so bedingt gegen den Wind fliegen. Allerdings war das ziemlich so gefährliche Angelegenheit. Warum? Warum war das so gefährlich? Was? Mit so einem Zeppelin zu fliegen. Weil
Ja? Ich habe mal so einen Film gesehen und irgendwie der kann leicht abbrennen oder abstürzen. Genau. Da schauen wir mal hin. Das war im Jahr 1937. Den Film habe ich geguckt. Genau. Das war ziemlich großer Zeppelin und der war bei Landung so in Flammen geraten und ziemlich viele Menschen sind umgekommen. Der hieß aber nicht Gettenburg, oder? Doch. Also es gab mehrere, die, das ist erste große Katastrophe. Aber irgendwo vor 2-3 Jahren so Hitlers Zeppelin hat geschützt. Vor 2-3 Jahren ist Hitlers Zeppelin. Der musste an Festival benutzen. Okay. Also, das war die Geschichte mit Luftballon. Der Festival benutzt er nach Zeppelin. Zweite große Katastrophe war Kobolds Geburt. Also, hat der Mensch ziemlich viel versucht mit diesen Ballonen, aber so richtig fliegen, wo er hin wollte, konnte man damit nicht. So, und dann hat man wieder zurückgegriffen zu alten Wissen. Die Drachen. Wer hat schon eine Drache gebastelt? Ich habe zwar seinen Drachen gehabt. Ja, da haben wir hier zum Beispiel eins. Meine so, das ist ein Drachen. Das fliegt auch einigermaßen. So, wenn wir das so ziehen, dann fliegt es. Und, Problem ist, warum fliegt das? Warum? Ja? In der Luft. Also, weil es ziemlich leicht ist und es. Ob das leicht ist oder nicht, ist eigentlich. Die Luft weht es weg. Ja. Richtig. Also, die Luft drückt hier von unten. Und das fliegt nicht, das bremst er. Das steigt zwar ein bisschen hoch, solange dieser Seil hat, reicht, aber so richtig fliegen kann man damit nur bedingt. Also man muss entweder ziemlich starke Luftströmung haben, also oder man muss das ziehen. Im Herbst? Ja. Wenn man das zieht, zum Beispiel hinter einem Pferd, dann kann man auch fliegen. Haben Sie den gebaut? Das hat man dann gebaut. David? Ja. Okay. Ich habe hier so noch ein ganz altes Foto. Da haben wir auch so einen Drache. Das fliegt hoch und hier drinnen sitzt ein Mensch. Also man könnte tatsächlich solche Drache bauen. Halb Drache, halb Heißluft, oder? Nee, das, da gibt es kein Heißluft. Das ist so ganz normale Drache mit mehreren Flächen. Die ist groß. Es gibt auch verkettete Drachen, die sich aufeinander so aufgekettet sind und sich gegenseitig hochziehen. Und im Ersten Weltkrieg hat man diese Technologie benutzt, um den so Feind anzuschauen von oben. Ja. Die Leute sind mit diesen Drachen vorgeflogen und haben angeschaut, da ist er, da schießen wir jetzt rein. Das ist cool. Okay, Leute. No. Jetzt aber. Die Theorie ist für heute zu Ende. Morgen gehen wir weiter. Jetzt machen wir so eine kleine Pause und dann basteln wir was. Und zwar versuchen wir heute mit euch so einen großen Luftballon zu basteln, dass wir auch draußen versuchen zu steigen.
Starten wir mal. Ob das jetzt so dicht ist, weiß ich nicht. Ne, ein bisschen steigt er schon. Gar nicht geschafft, mit Flügel zu fliegen, deshalb sind die mit Heißluftballon bzw. mit Zeppelin hochgefahren oder mit Wasserstoffballone. So. Problem war, dass diese Geräte kann man nicht so wirklich steuern. Also das fliegt nur dahin, wo Wind hier weht. So, und dann haben die Leute wieder so ein bisschen angeschaut, was können wir denn machen. Genau, hier waren wir gestern geblieben. So. Und die wollen eigentlich so eine Flügel haben. Dazu haben die auf diesen guten Mann erinnert. Das ist Daniel Bernoulli. Der wohnt eigentlich in Europa, aber größter Teil seines Lebens hat er in Russland gearbeitet, in St. Petersburg. Und da hat er einige Gesetze entdeckt. Ja? Da ist aber doch Daniel Bernoulli. Genau. Wie ist Bernoulli? Na, guck mal auf diese Karte. Das ist ganz alte Schrift. Also, das ist hochwahrscheinlich französisch geschrieben. Ach so. Genau. So, und der hat so ein Ding entdeckt. Wenn wir irgendwo einen Wasserstrom oder Luftstrom haben, dann hat dieser Wasserstrom oder Strom oder Luftstrom einen gewissen Druck. Und zwar, je schneller dieser Strom ist, desto geringer ist Druck da drin. So, das heißt, hier ist langsam, Druck hoch, hier ist schnell, ganz geringer Druck, dann wieder langsam, Druck erhöht sich. Das hat er so erforscht. Der wusste erstmal gar nichts, was mache ich mit dem Wissen. Der hat das einfach so gefunden. So, und dazu können wir so ein kleines Experiment machen. Wir blasen in so einen Windkanal rein. Der hat ein dickes Teil und ein dünnes Teil. Und da messen wir Luftdruck da drinnen. Genau, der Windkanal habe ich vorbereitet. So. Das ist so ein Riesenmotor. Das bläst Luft raus. Und da haben wir so einen Windkanal. Der ist auf einer Seite so dick, auf anderer Seite dick und in der Mitte ist er ganz dünn. Und was wollen wir sehen? Wie verhält sich Druck in diesem Windkanal? Dazu. Ach so. Genau. Gleich kommt Wasser in die Luft. Dann kommen da die Blasen raus. Das werden wir gleich schauen, ob da die Blasen rauskommen. Klar. Achso, weil hinten ein Loch ist. Ach so, oder? Okay. Wenn ihr jetzt so ein bisschen nach vorne kommt, dann könnt ihr sehen, dass Wasser in diesen Rohren eigentlich auf genau selben Level ist. Also hier unten. Das ist genau so wie diese Wasseroberfläche im Aquarium. Seht ihr das? Okay. Jetzt schalten wir und das Ding an. Was sehen wir? Also hier ist Wasser komplett in diesen Rohr reingekommen. Und an Seiten sehen wir, dass Luft unter der Wasseroberfläche kommt. Seht ihr das? Mhm. Ja. Und somit können wir sehen, dass
Nein, das machen wir nicht. Okay, jetzt kommt wieder zurück. Und okay. Und diese Tatsache haben die Leute gemerkt, um so ganz komische Nebeneffekte zu erkunden. Also wir haben jetzt gesehen, dass hier ist tatsächlich mehr Druck als hier in der Mitte. Okay. Und da können wir jetzt einige Experimente drüber machen. Und zwar, nehmen wir einen ganz normalen Nullsack. Also ich mache ganz gerne Experimente mit Nullsäcken. wer ist der Größte hier? Komm her. Genau. So, du kommst jetzt nach vorne und versuchst, nein, bleib da vorne. Du nimmst jetzt diese Müllsack so und versuch das mit einem Atemzug so weit füllen, wie du kannst. Ich muss schon mal Luft holen. Ja, okay. Was sehen wir hier? So. Das ist so ungefähr Volumen von deiner Lunge. Ziemlich klein. Kann ich auch versuchen? Du kannst auch versuchen, ja. Und das gleiche noch reinbringen. Ja, dann aber nicht. Das schließlich nicht aufgelegt, oder? Nee, dann lass ich es. Ja, ja. Und stopp. Da ist ja noch ein bisschen drin. Oh, noch ein bisschen. Gleich. Etwas kurz. Okay, jetzt kommst du mal nach vorne. So klein dabei. Jetzt machen wir ein bisschen anders. Jetzt machen wir so eine Öffnung. Und jetzt pustest du auch mit einem Atemzug hier so durch. Pusten? Ja, reinpusten. Ja, weil da auch noch andere Luft reingekommen ist. Ja. Wenn ich warum? Jetzt, wenn ich jetzt pusten würde, würde ich das. Bei denen war nur ein kleines Loch offen. Ja, richtig. Was passiert? Warum? Könnte er mehr Luft reinkriegen als er? Ja? Also, weil bei ihm hatten die so ein kleines Loch und bei ihm war die Luft halt offen. Okay, ich mache jetzt das Ding ganz auf. Fühlt sich der Sack? Ja, einer muss doch noch rein. Ja, es kann aber dann mehr Luft auf einmal reinkommen. Laufen Sie mal mit dem Müllsack ein ganz bisschen? Nee, das ist schon klar. Also, die Hauptgrund, warum mehr Luft reingekommen ist, weil wenn er reingepustet hat, hat er Luftstrom erzeugt und da war geringer Druck. Und mit geringer Druck kommt Luft von außen auch mit rein. Also je schneller du pustest, desto mehr kannst du da Luft reinkriegen. Also ich kann das auch versuchen. Kriege ich das Ding fast voll. Kann ich es mal platzen lassen? Nein. Besser nicht. Okay. Das war die Geschichte mit Müllsack. Oh, da haben wir noch ein schönes Teil. Und zwar. Das sind doch Kritiken. Nehmen wir dieses Kanal erstmal weg. Das ist der Lederstrahl. Jetzt gerade. Guck mal. Jetzt bin ich irgendwie vorne zurück. Der Luftballon ist komplett verzweifelt. Zurück da. Der bleibt okay. Stefan, die lässt mich einfach zurück. Also, jetzt nehmen wir uns so ein Gerät. Und dann nehmen wir uns so ganz normales Blatt Papier, das zusammengerollt ist. Da wird durchgeblasen. Nein, das wird nicht durchgeblasen. Jetzt werde ich dieses Blatt Papier von hier rollen lassen. Was meint ihr? Wo fällt er hin? Auf die Maus.
auf die Maus. So. Noch Meinungen? Ja? Es rollt weiter, weil wir keinen Wind haben. Also hier nach vorne? Ja. Ja? Es rollt bis auf zum Computer. Bis auf zum Computer, sagst du. Okay. Die Maus, dann probieren wir das mal. Das fällt einfach direkt. Ich will. Was? Das wollte ich sagen. Ach, kann stimmt, ja Luft genau rein. Das wollte ich sagen. Ja. Okay. Das ist so genau. Ich weiß warum. Ja. Weil der Wind drückt es dann so dahin. Welcher Wind? Wir haben keinen Wind hier. Ja, aber der Auftrieb. Also wenn es da runter erzeugt, ist ja Wind und dann geht. Genau. Ja. Aber das ist nur, weil das Papier so gleich ist. Hätten wir jetzt eine Mülltütenpackung dahin getan, dann wäre es. Ja, weil das Ding ist schwerer und das hat ganz kleine Oberflächen. Also Grund ist, dieses Zylinder, das nennt sich übrigens Magnus-Zylinder, der rollt. Und wenn er rollt, nimmt er Luft, was um den herum ist, mit. Luft wird auch gewirbelt hier. Und diese Luft drückt auf diese Kante so, dass dieses Zylinder danach zurückrollt. Also nochmal, das Ding runter und geht wieder zurück. Ja, und die Idee, die ich hatte, das wir wahrscheinlich heute nicht machen, werde ich noch schauen, so ein Schiff zu bauen. Also es gibt Möglichkeit, ein Schiff in Bewegung zu bringen, ohne Ruder, ohne Segel, nur mit Hilfe von diesem Magnuszylinder. Und zwar steht Schiff hier. Dieser Zylinder steht hier und dreht sich so um seine Achse. Und dadurch wird Schiff in Bewegung verbracht. Ich werde schauen, wenn wir heute Zeit dafür haben, versuchen wir dieses Schiff zu bauen. Wenn nicht, bauen wir was anderes. Okay. Bauen wir immer alles zusammen oder machen wir immer zwei Gruppen? Nein, wir machen alles zusammen. Jawohl. Okay. Das war Magnus-Zylinder. Ja. Die Geschichte mit Kerzen. Habe ich extra meinen Sohn mir zwei Kerzen bringen lassen. Bin so früher gekommen als das. Ja. Wie viele waren hier? Ich war rechtzeitig da. So, Kerzen. Wir warten, bis die so richtig brennen. Okay. Ob die richtig brennen? Die gehen aus. Nein. Brennen schon. Was passiert, wenn Sie jetzt dieses Ding runterrollen lassen? Dann fängt es an zu brennen. Nein. Ich würde sagen, dass die Kerzen überleben, dieses Versuch. Das Nein. können wir gerne machen. Ich sag nicht. Ich sag, sie sterben. Nicht sterben. Qualvoll. Nein, sie werden sterben nicht. Eine Beine. Nochmal, nochmal. Das fällt doch nicht hier runter. Vorher ein bisschen näher. Aber der Wind. Noch einmal. Okay. Jetzt wisst ihr so ungefähr, wie dieses Bernoulli-Prinzip funktioniert. Was meint ihr? Was passiert mit Flammen, wenn ich so reinpuste? Nichts. Nichts. Nein. Ja. Zwei größer. Ja. Der Wachs springt. Spritzt. Nein. Und es okay, geht dann aus. Versuchen wir das mal. Und es geht aus. Oder wird stärker? Es wird stärker. Passiert gar nichts. Nein. Wirklich nichts? Genau. Schaut genau auf die Spitze. Die sind größer geworden. Die gehen zusammen. Richtig, die gehen zusammen. Ja, aber pusten Sie mal stark. Je stärker ich puste, desto mehr zusammenkommen die. Ja. Seht ihr das? Okay. Warum? Wer kann mir das jetzt erklären? Ja. Vielleicht zieht die Luft die an? Oder andere? Warum zieht das an? Das zieht an. Warum? Ja? Weil die Kerzen, die brauchen ja die Luft. Das Nein, das ist genau dasselbe Prinzip wie alles vorher. Wenn ich hier in der Mitte reinpuste, dann ist hier ein Luftstrom.
Und je stärker die Geschwindigkeit von diesem Luftstrom ist, desto geringer Luftdruck da drin ist. Und größerer Luftdruck von außen macht, dass diese Flammenspitzen nach innen kommen. Okay. Ja. Eigentlich habe ich so ein Experiment vorbereitet mit großen Flammen. Dazu brauchen wir aber Herlin. Deshalb überspringen wir das Ding, das zeige ich ein bisschen später, okay? Wir wollen doch die Schule nicht in Brand setzen. Doch! Ihr schon, ich nicht. Was er sagt, ich weiß, macht ihn Scheiße. Doch, wenn er da unten sitzt, okay. Macht ihn Scheiße. Dann schauen wir unsere Luftballone an. Ja, rate mal, was soll das bringen? Stromerzeugung? Energieauflage? Nein, wir pusten auch durch. Wer weiß, was damit passiert. Ja? Sie gehen auseinander. Die Ballone gehen auseinander? Ja. Meinst du? Ah. Noch Meinungen? Sie gehen zusammen nach hinten. Die gehen zusammen nach hinten. Noch Meinungen? Überlegt, was ich alles erzählt habe heute. Ah, warte. Sie gehen auseinander. Ja. Habe ich schon gesagt. Ja, sie müssen auseinander gehen eigentlich. Okay, dann probieren wir das mal. Gehen zusammen. Die gehen zusammen. Ja, weil sie, darf ich mal probieren? Weil sie leicht ja. Pusten. So mit Kraft. Du kannst auch probieren. Ganz vorsichtig hier in die Mitte reinpusten. Los. Ja, die gehen nach hinten natürlich, weil du stark pustest, aber die haben sich erst mal geschlagen, danach sind sie zurückgegangen. Ja. Stimmt. Was passiert? Okay. Er sagt, das passiert, weil die Flammen und diese Luftballone viel zu leicht sind, ja? Nein, weil sie ja mit diesem Druck. Ja, genau. Weil es ja dünner ist und dann ist okay, die dann versuchen wir mal was total anderes. Wir nehmen zwei Stahlplatten. Das sind geil. Wie sind die für Kennzeichen? Die sind wirklich schwer. Sind die scharf? Ja, ganz scharf. Ey, mit der Kamera. Okay. Jetzt geht damit. Schaut schon mal. Zweite. Und wir versuchen, ob das mit schweren Stahlplatten geht. Das ist leicht. Ja, mit denen geht's locker. Aber wir können die ja pusten. Dazu nehmen wir ja, wow. Hilfe. Wow. Aber jetzt mogeln wir. Seht ihr das? Ja, pusten Sie mal von der Seite so rein. Ja, komm mal. Seht ihr das, die Plastinen zusammenkommen? Von unten gehen die auch auseinander. Dieses Effekt kann natürlich auch seine ganz negative Folgen haben. Und zwar haben die Leute das bemerkt, als die große Schiffe gebaut haben. Und wenn zwei riesengroße Schiffe nebeneinander zusammen so in eine Richtung fahren, ja? Dann ziehen sie sich an. Dann ziehen sie sich an. Genau deswegen. Also es ist egal, wie schwer das Teil ist. Auch kann so ein Tretboot sein. Ja. Also riesen Öltanker haben dadurch richtig Havarien gemacht. Also richtig zusammengestoßen. Nicht so leicht. Also komm. Ja. Loch. Ah. Das leicht. Noch eine schöne Geschichte. Genau. Können wir das denn spielen? Ich gewinne sowieso. Also da habe ich sogar zwei Geschichten dafür. Erstens. Haben Sie Schläger dabei? Das ist so ganz normale Tennisball. Wer schafft mit Hilfe von diesem Trichter diesen Ball von dem Tisch abzuheben?
Heavy Up. Ja, probier mal. Ist locker geschafft, locker. Man zieht den Ball einfach. Das ist leider. Soll ich da reinpusten? Ja, probier mal. So klappt's nicht. Du musst zu dir ziehen. Okay, versuch mal du. Das geht nicht. Nein. Okay. Kann ich mal versuchen? Du kannst versuchen. Ich glaube, du musst aber weiter machen. Jetzt geht's. Oder man muss uns drehen. Oh nein, es gibt keine Seite. Dreh um, dreh um. Vielleicht muss man es andersrum machen. Er hat es doch so schon versucht. Er hat immer keine. Nee, so schaust du das nicht. Also, du ich weiß nicht. Dia, puste mal da rein mit Kraft. Er will den Mund nicht dran halten. Also die Idee ist schon mal gut. Also reinpusten ist schon mal richtig. Man muss auch abheben. Jetzt schaut mal. Hab ich doch gesagt. Ja. Man richtig reinpusten und abheben. Also zu 17 bringt nichts. Rauspusten, hält das Ball hier um. Und dann so kleine Vorgeschmack, was machen wir in Bottrop? Wir wollen fliegen. Simulator? Ja. Ja. Und zwar, wie fliegen wir? Da gibt es so einen riesen Windtunnel, wie das Teil, nur steht vertikal. So. Und da wollen wir reinkommen. In diese Luftstrecke. Alle zusammen? Nein. Wie groß ist das? Und das passiert. So. Die Luft kommt von unten, die kenne ich aus dem Fernsehen. So fliegt er. Wir sind unter dem Boden, da so richtig viele zu sehen. Das ist nehmen uns so hoch. Was, wenn wir gegen unseren Kopf dran gehen würden? Wir gehen einzeln, glaube ich, rein, weil wir unprofessionell sind. Wir sind unprofessionell. Okay. Ja, das sieht gut. Soweit zu Experimente. Wer hat Fragen? Ja. Und machen wir uns mit der Feier? Vorher machen wir später. Was wollten wir überhaupt bei Feier machen? Das wäre uninteressant, wenn ich jetzt alles erzähle. Okay. Ah, das kenne ich schon. Wie beim Flugzeug. Beim Flugzeug. Richtig. Oder beim Flugzeug. Das ist so ein Flügel. Eine Kraft. Und jetzt kommen wir eigentlich zu die Idee. Warum fliegt ein Flugzeug? Warum? Ja? Weil es aerodynamisch ist. Ja, warum ist das aerodynamisch? Weil die Flügel, wenn es dann zur Seite halt ausläuft, immer spitzer werden. Oder kann... Nicht wirklich, ja. Weil die Luft ist, glaube ich, dabei dargestellt und in der Flügel ist so gebaut, dass die Luft... dass die Luft oben drüber geht und unten drüber geht. Und das kann man, dann können die... Ja. Na und ich habe jetzt so ein Hand. Jetzt geht Luft über und runter. Warum fliege ich nicht? Ja, Auftrieb. Weil wir keine hohen Knochen haben. Wir können keinen Auftrieb haben. Also, das also geht nach genau selben Bernoulli-Prinzip, was ich jetzt so mehrmals gezeigt habe. Der Luftstrom hier, wenn das, dieses Flügel nach vorne fliegt, der teilt sich in zwei Teilen. Und unten geht er kürzer weg als oben. Oben ist weg ein bisschen länger. Deshalb, oben muss er schneller dieses Flügel vorbeiströmen. Und hier oben herrscht ein niedriger Druck. Und hier unten herrscht ein höherer Druck. Und das macht Auftrieb. Also wir können nur deshalb fliegen, weil dieses Luftstrom nach Bernoulli-Prinzip funktioniert. Okay, das wollen wir nochmal testen. Wir wollen uns erstmal schauen, ob dieses Stück Flügel fliegen kann. Also schwer tut es ja schon. Ja, ob das hoch geht.
So. Das ist ganz geringe Luftstrom. Jetzt machen wir den Luftstrom ein bisschen größer. Es geht hoch. Nö, weißt du? Nee, da geht es nicht hoch. So. Also je schneller das fliegt, desto mehr Auftrieb hat es. Also kann der Flugzeug nur landen, wenn die Luft nicht so, also wenn die Luft nicht so schnell. Nicht unbedingt. Also der Flugzeug braucht auf jeden Fall immer Geschwindigkeit. Ja, auch bei Landen. Der mehr Motorantrieb. Doch 1000 km sind fertig. Wenn die oben sind. Und Abflug von 100 und wenn man landet, so 350 bis 400. Ja, verschiedene Flugzeuge unterschiedlich, aber für einen Großliner hast du richtig gesagt. Ja, also, das Teil kann fliegen. Das Teil fliegt einfach. Und wenn wir beliebige Flugzeug nehmen, das Flügel wird so ungefähr diese Form haben. So. Ja, also das nehmen wir jetzt wieder weg. Was ist, wenn die auf höchste... Also das hängt natürlich noch an, wie Einstellwinkel ist. Also wenn das Ding einfach so steht, kriegt das weniger Auftrieb, als wenn wir das so rumstellen. Da gibt es ganz, ganz viele Wissens, aber das wollen wir jetzt eigentlich nicht erkunden. Ich wollte euch nur zeigen, warum fliegt das eigentlich. Okay. So. Genau. Und genau deshalb können wir jetzt Segelflugzeuge bauen. Also Segelflugzeug hat keinen Motor. Der fliegt einfach so, weil er mit Luft abgeströmt wird. Ich habe so ein kleines Video gefunden. Und jetzt wollen wir dieses Flugzeug wirklich so lange fliegen. Man kann Segelflieger auch lange fliegen, aber da braucht man viel Kunst und gutes Wetter dazu. Und da greifen wir wieder zu Archimedes. Der hat ziemlich viele Sachen entwickelt. Und eine davon war so eine Wasserpumpe. Genau. Das haben wir letztens gekauft. So. Ja? So eine Pumpe? Ja. Was macht er damit? Auf jeden Fall, wir brauchen uns irgendwas, damit wir Wasser kriegen. Also das ist von Marokko. Unter der Erde. Wie genau, also damit kann man Wasser eigentlich von unten nach oben transportieren. Seilbahn. Ja. Seilbahn! Das ist so ganz doof nachgebaute Wasserpumpe vom Archimedes. Wie funktioniert das? Von dieser Seite geht's rein. Ist egal, das ist symmetrisch. Also das Teil müssen wir hier in Wasser reinstellen. Und dann müssen wir das saugen. Drehen. Dann müssen wir das drehen. Ja, stimmt. Genau, und zwar, du sorgst, dass diese Ende immer unter Wasser ist. Und zwei Leute drehen das mit. Ich drehe mit dir. Ja. Andere Richtung. Andere Richtung. Ja, drehen. 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 Schneller, das Wasser geht ganz nicht raus. Nein, das geht nicht raus. Ja, und wenn du was elektronisch machst? Ja, man kann natürlich Motor reinbasteln. Das kostet aber auch nicht. Ja, und was sehen wir hier? Da kommt schon Wasser raus. Jetzt versuche das so zu drehen, dass es in den Becken reinkommt. Nee, ist schon egal. Also du kannst jetzt weiter drehen. Also drehen, drehen, drehen. Und Wasser kommt raus. Also man kann damit tatsächlich Wasser nach oben transportieren. Okay.
Okay, Leute, warum habe ich das alles erklärt? Warum greifen wir auf diese Pumpe von Archimedes? Wonach sieht das aus? Nach einem Drehwirbel. Nach was? Nach einem drehenden Wirbel. Ja, nochmal? Also, das hat man, glaube ich, die Wasserbombe hat man, glaube ich, früher gebraucht. Vielleicht, wenn Wasser mal unten war, also in der Erde. Mhm. Wir wollen doch fliegen. Ja, warum brauchen wir das zum Fliegen? Ja. Vielleicht in Drehung. Fliegen. Aufdrehen. Nicht ganz. Wasser. Aber genauso wie wir jetzt Wasser transportieren, können wir auch Luft transportieren. Ach so, ja. Und wenn wir dieses Teil extrem verkürzen, machen wir noch so ein kleines Abschnitt. Was kriegen wir? Eine Luftpumpe. Ja, Luftpumpe. Das ist so fast in der Richtung. Oha, das ist auch so ein Quadrat. Was ist das Ding? So einen habe ich in klein. Ein Quadratfußball. Das ist ein Propeller. Achso, das da? Ja, wusste ich. Das ist ein Propeller. Und das ist eigentlich das Mittel, das unser Flugzeug in beliebige Richtung fliegen lässt. Das hat eine Fernsteuerung, können es fliegen lassen. Ja, und es hat bestimmt eine Kamera. Das gibt es doch auch als Ventilator. Oha, diese Dinger sind extrem teuer. Also ein Propeller ist nur deshalb entwickelt, weil Archimedes diese Wasserpumpe gemacht. Danke, Archimedes. So eine wollte ich schon immer haben. Genau. So. Das ist teuer, so ein Ding. Ja. 2,50. Wie treu bin. Wie viel kostet denn das Flugsimulator? 2000. Nee. Wie träumen. 500. Einer zu 2000. Okay. Mit Kamera. Und da haben wir jetzt ein Flugzeug mit Propeller. Da ist irgendwas drin. Können auch sehen, wer ein Flugzeug mit Propeller fliegt. Ja, jetzt kommen wieder die Geschichten. Genau. Brüder Wright. Ja, das kenne ich. Brüder Wright. Die Brüder Wright haben 17. Dezember 1903 ein erster Flug mit Motor gemacht. Genau. Dazu habe ich auch ein Video. Das wurde auch aufgenommen. Ja, ist das Russisch? Was ist das? Das ist japanische Schrift? Russisch. Nein. Also, wie wir sehen, die Kameras waren noch nicht so entwickelt. Das ist ziemlich komisch. Wo ist HD? Hey, die drehen einfach. Ja. Das ist wie diese... Das ist die Comedy, meine Aha, das Teil sehen. Fliegt. Hä, aber... Das sieht zwar wie ein Bücherregal, aber es fliegt. Aber die drehen nur einmal. Und es knallt dann runter. Ja, so starten die Motor. So. Es gab früher keine Starter, die müssten wirklich so drehen. Das ist wie wenn man bei einem Motor, wie bei einem Rasenmäher einfach so zieht. Bei einmal so zieht. Ein Rasenmäher. Danach geht es auch einmal nur an, bleibt auch an. Wie ist es, wenn du es so einmal kriegst, bleibt auch an. Okay. So. Auf der, da und somit haben die erstmal geschafft, ein Segelflugzeug mit einem Motor zusammen zu verschmelzen und haben so ein Flugzeug gebaut. Jetzt weiter geht's. Ja, geht's weiter. Ja, und? Worum geht es? Muromets. Das ist ein Biplan, das in Russland gebaut wurde. Der hatte 4 Motor. Biplan, weil er oben und unten Flügel hat. Und das Teil könnte schon mehrere Leute mitnehmen. Oder mehrere Bomben. Kleine 4 Propeller nicht gegeneinander, weil die so nah sind. Nee, die gehen nicht. Perfekt. Warum mehrere Bomben? Wie schnell fährt es? Also wurde es auch für den Krieg genutzt. Ja. Und wie schnell fährt es? Also, wie schnell fliegt das? Ja, wie schnell fliegt es? Das fliegt gar nicht so schnell. Ja, aber in der Kammer? Sind es so Bomber? Das ist kein Bomber, aber das wurde auch für Kriegszwecke. Damit Bombe kommt. Oder die wurden einfach mit so einem Roboter okay. Roboter! Jetzt schauen wir das Teil an. Automatikstelle. 1920. Was noch? In Amerika haben die Leute so ein fliegendes Haus gebaut. Oha, das ist 21,5 Meter lang. Und wiegte 55 Tonnen. Gibt es dieses Haus noch? Das ist abgestürzt, da steht es doch. Ja. Das Teil hat geschafft, so 18 Meter hoch zu fliegen. Und dann ist die auseinander.
Also das war ein richtiges Haus, das geflogen ist? Nein, ja, es war nicht. Das ist... Warum versuchen wir... Also da unten waren die Kabinen und da oben waren die Flügel. Warum versuchen wir das nicht nochmal zu machen? Der Erfinder wollte das nochmal versuchen, aber die Mitarbeiter, die alles gebaut haben, die dachten, das ist viel zu gefährlich und nach diesem Absturz haben sie die Überreste verbrannt. Schon wieder, ja. Wann sind da auch bei dem Flug Menschen mitgeflogen? Ja, natürlich. Sind die tot? Das war ein Vorgänger vom Airbus 318. Ja, das war ein Vorgänger von dem. Das war nicht Vorgänger von dem, aber so in der Richtung haben die Leute gedacht. Abgeschüttet beim Ersten Weltkrieg. Genau. Oh, Erster Weltkrieg. Ja. Da sind schon ein paar Flugzeuge. Obere versucht, untere zu tanken. Ja. Ja, wir sehen, das geht ziemlich schnell, die Entwicklung. Mhm. Als die Leute erstmal kapiert haben, wie funktioniert überhaupt dieses Fliegen, haben die zahlreiche Modelle gebaut. Das wird von Jahr zu Jahr immer besser. So. Franz und Emil. Also, das ist Doppeldecker. Es gab ganz viele Modelle davon. Weißt ihr das Wörtchen verfranst? Ja, Franz. Warum heißt verfranst eigentlich verfranst? Verfranst? Ja. Verfranst ist ja eigentlich, wenn man sich irgendwo verletzt. Nein, nicht verletzt. Verirrt hat. Ja, verirrt. Vielleicht ist er irgendwo im Dschungel gelandet und dann wusste er nicht mehr. Nein, also in diesen Flugzeugen gab es immer zwei Leute. So ganz hinten saß immer Emil und ganz vorne saß immer Franz. Der hintere, Emil, das war nicht sein Name, das war eigentlich so eine Bezeichnung, war Pilot, der hat Flugzeug gesteuert. Und der vordere, Franz, der sollte sagen, wo fliegen wir hin. Also da gab es noch keine Navigation. Der hat Karte gehabt, der hat nach unten geschaut und dann sagt er, jetzt fliegen wir mal rechts 300 Meter. Dann fliegen wir 3 Kilometer in die Richtung. Und so. Aber da oben Wolken gibt, da die Karten schlecht waren und so, dann verflogen diese Flugzeuge ziemlich oft diese Ziele. Und da haben sie gesagt, die sind verfranst. Weil Franz falsche Angaben gemacht hat. So. Also das ist ein MiG-3. Das wurde... Nein. Das war gegen Hitler. Das ist MiG-3, das ist russisches Flugzeug. Aber die Deutschen haben auch genauso gute Flugzeuge damals gebaut. Ja. Wie wir sehen... In erster Linie haben die Leute gedacht, wie können wir unseren Feind besiegen. Hitler! Wir bauen noch stärkere Flugzeuge, wir bauen noch mehr Waffen und so. Und danach war, also nach diesem Kriegsziel, die Idee, die Leute eigentlich irgendwo transportieren. Nicht mit Eisenbahn, nicht mit Schiffen, sondern mit Flugzeugen. Das ist so ein Transportflugzeug aus auch Zweiter Weltkrieg. Ja. Hat man da auch Bomben auf das geworfen? Also ja. Raketenwerfer. Genau. So. Ah, hallo. Das ist ein modernes Flugzeug. 122, auch russisches Flugzeug mit 8 Motor. Es hat Raketen bei sich. So, hier gibt es immer zwei Propeller. Also ein vorne und ein hinten. Sind das Raketen? Nein, das sind keine Raketen, das sind nur Propeller. Nein, die ganz unten. Nein, das kann auf Wasser landen. Ah. Ja. Es gibt doch jetzt auch in Frankfurt, also neben dem Flughafen gibt es so zwei Flugzeuge, die sind auch so groß. Die sind ein bisschen älter, da sind zwei amerikanische Flugzeuge, weiß ich. Einmal Amerika und das einmal Französisch. Ja, bitte? Und warum gibt es eigentlich Propeller mit 4 Propellerblättern und manche nur mit 2 und manche nur mit 3? Also je mehr Propellerblätter hat ein Flugzeug, desto stärkerer Motor muss das sein.
Also die ganz alten haben immer nur zwei Blätter gehabt. Oder die kleinen Flugzeuge heute haben auch nur zwei, weil der Motor nicht so stark ist. Je mehr Blätter du bewegen musst, desto stärker Motor brauchst du. Und warum hat man jetzt vier Für den Krieg! Wir brauchen Turboantrieb. Weil Turboantrieb ist hier auch drauf. Also über Turbo-Sachen sprechen wir morgen. So. Wer Lust hat, kann nach Siegheim fahren. Da gibt es ein riesen technisches Museum. Ja, da war ich schon. Warst du schon? Wo? Und da gibt es super viele Flugzeuge, Hubschrauber, alles was... Funktioniert da oder kaputt? Ich bin noch schon im Speyer. Nee, das ist Museum. Wir können noch alte Flughafen und S-Bahn gehen. Carefully remove all laser cut parts from the glass sheet. Use white glue or with adult supervision a fast drying glue like super glue. For assembling your model, glue can be purchased at your local hobby or hardware store. Hey. Okay. Was? Ein bisschen mehr. Hm. Das macht sehr viel Spaß. Okay. Aha. Kannst du nach vorne und also lenken ein bisschen? Funktioniert das immer noch? Nee, nicht fahren, einfach lenken. Aha, funktioniert auch. Perfekt. Okay. Ey, wer ist bei uns im Tor? Was sehen wir hier? Ein Torwart. Ja. Ein sehr alter Helikopter. Aber ja. Okay, so alt ist er nicht, ja. Aber das ist ein Hubschrauber. Wer kann mir sagen, warum fliegt er? Ja? Weil er Motoren hat. Ja. Und einen Motor. Ein Motorboot hat auch Rotoren und Motor und das fliegt nicht. Es hat Motoren und Blätter und die drehen sich so schnell, dass es hochgeht. Okay, ich kann mich hier jetzt auch so stellen und so schnell drehen. Ja, aber nicht so schnell wie das. Der Helikopter. Der Helikopter. Okay, warum dreht sich dieser Propeller da oben? Warum? Was macht er? Ja. Druck stellen, aufstellen. Ja, und was macht er mit Druck? Nach unten drücken. Richtig. Guck mal, ich weiß was. Genau. Was? Der weiß was? So gut. Was ist denn jetzt los? Ja, jetzt. Geil. Was ist das? Militärflugzeug. Ja. Das hat gar keine Propeller. Warum fliegt das Teil? Weil es fliegt. Es ist wie ein Flugzeug. Schneller. Ja. Er ist wie ein Flugzeug. Er fliegt wie ein Flugzeug. Ich meine, ich weiß nicht. Das ist Flugzeug. Ja, das liegt an den Flügeln. Ja, Flügel. Okay. Und der Geschwindigkeit. Der, warum hat er Geschwindigkeit? Um abheben zu können. Nein. Was bringt das Teil in Bewegung? Ja. Der Pilot. Der Pilot? Der trampelt mit Beinen, also der hat so Pedalen so. Oder. Der hat zwei Raketen. Ich glaube, wegen seinen zwei Flügeln, oder? Also Raketen war schon ein richtiger Ach so. Ansatz. Ja. Er ist mit einem Raketen betrieben, also... Also nicht mit Raketen, ja, aber mit einem Prinzip, das... Ja, so. Und wenn er es anmacht, ist ja. Das Turbine. Okay. Da wird die Luft durchgejagt. Turbo! Genau. Okay. Oh ne. Oh ne. Wer ist denn das jetzt? Ein Apfel. Das ist Isaac Newton. Isaac Newton. Genau. Der Name ist schon bekannt. Ja. Wer weiß, warum... hier ein Apfel abgebildet ist. Die Marke erklärt. Gravitation. Ja, was hat Apfel mit Gravitation zu tun? Also er hat ein Gesetz entdeckt, der Gravitation und jetzt mit dem Apfel. Genau. Ich weiß es. Ja. Der Newton hatte irgendeine Idee und dann fällt der Apfel, glaube ich, auf seinen Kopf, steht da.
Ja, und was für Idee hat er? Also, Newton hat ziemlich viele Gesetze entdeckt. Nein, kannst du nicht. Und unter anderem diese universelle Gravitationsgesetz. Und wegen diesem universellen Gravitationsgesetz können wir eigentlich nicht fliegen. Warum fliegen wir nicht? Weil die Erde uns nicht loslässt. Also, wenn ich jetzt hochspringe, dann falle ich wieder runter. Schwerkraft! Richtig. Zum Glück hat er auch noch ein Prinzip entdeckt, was uns jetzt hilft, diese Gravitation entgegenzustellen. Also, was ist das? Kumbay. Ja? Rückstoßprinzip. Also, ja, Rückstoßprinzip. Wenn wir. Also, kann ich das ist sein? Eine Qualle. Ja. Ah, ja! Das. So ja. Schwimmt im Meer. Ja. Und das funktioniert genau so nach diesem Rückstoffprinzip. Ja, ich weiß. Ja. Ja. Die nimmt immer ihre, wie heißen die Dinger? Fangarme. Und drückt die nach oben und dann wieder nach unten und dann geht die irgendwie so nach oben. Genau. Die Qualle nimmt in seinen Körper so einen Teil vom Wasser, macht dich voll und dann stoßt die diese Wasser nach hinten. Und dann geht man nach hinten. Und die geht nach vorne. Und zwar, dieses Gesetz ist eigentlich von Newton so formuliert, das ist das erste Gesetz von ihm. Wenn irgendeine Kraft auf Gegenstand drückt, dann drückt Gegenstand auf diese Kraft wieder zurück. Also auch wenn ich jetzt... Genau, also wenn ich zum Beispiel mit meinem Faust in Kummel Nase reinstoße, dann stoßt deine Nase in meinen Faust wieder zurück. Ja, guck so. Gleichzeitig. Kannst du ausprobieren? Okay. Wir probieren das anders aus. Und zwar. Geh aus. Meine Hand hat zurückgegangen. Ja, es schmeckt. Genau, du stellst dich jetzt auf dieses Wagen. Es geht, das geht kaputt. Nein, das geht nicht kaputt. Das geht dann der Druck kaputt. Sie sind gerade größer als das Ding. Okay, er hängt wie ihn. Nein, du bleibst das sehen. Ja, okay. Komm hier. Du stellst hier auf dieses Brett. Ich habe gerade echt Angst, es auszurutschen. Okay. Du nimmst das Teil? Sag mal, nee, wir machen doch jetzt nicht Stauziehen. Okay. Du versuchst, stell ein bisschen breiter hier. Okay. Du versuchst, das Seil einfach zu halten. Einfach halten und gar nichts sehen. Und du ziehst jetzt das Seil zu sich. Und jetzt seht. Ja. Also, er kommt zueinander. Rückstoßprinzip. Ich hab die was Idee. Ist das? Ich hab die Idee, was ich damit machen könnte. Ja. Lass du mir. Kennst du das? Man könnte das nehmen an der einen Seite. Ja. Und dann. Was das ist. Das ist okay, setz dich hin. So, ganz einfach. Das ist ein ganz normaler Luftballon. Lass mich nicht durch. Hey. Da kommt jetzt Mehl rein. Das ist nicht lüftig. Also, du hast jetzt auch eine Minute gerade verloren. Nein. Okay. Das ist ganz normale Luftballon. Ui. Das war schlecht. Ich hab noch mal. Nehmen wir das. Lach nicht so. Da muss ich auch lachen. Und jetzt noch einen. Und noch einen. Nein. Ich habe einmal so lange geguckt, und dann ist geplatzt. Feuer! Was passiert jetzt? Loslassen, dann fliegt er. Wo fliegt er hin? Nach oben. Nach oben? Und wenn die gegen die Decke... Bei der Luft wieder rausgeflogen. Ach so, ich habe gedacht, die haben einen Knoten reingemacht. Der fliegt irgendwo. Aber das fliegt. Ist das hier? Es fliegt geplant. Also, nochmal. Das ist wie... Das ist genauso wie Qualle. Wie nur, wir nehmen erstmal ganz viel Luft rein. Der Mond ist aufgegangen. Also mit Trompete funktioniert das bei mir nicht. Nee? Genau, dann lassen wir hier das unten. Lassen Sie es nicht nach oben los, sondern mal zur Seite. Luft wird nach unten gestoßen und der Ballon fliegt. Können Sie es aber auch mal zur Seite loslassen. Was passiert, wenn das hier fliegt? Hä? Ja. Okay, wer hat eine Idee? Wie können wir dieses Ballon eine bestimmte Strecke machen, da wo wir hinwollen? Ja?
Indem wir Wände bauen. Es zuknoten. Ja. Dann stoßt da keine Luft raus. Dann machen wir einfach Bomben. Indem wir ein kleines Miniloch erst reinmachen und dann stark aufpusten. Warum? Was bringt dein Miniloch? Am Schluss kommt alles wieder raus. Nein. Okay, versuchen wir sowas. Du musst auch ein Loch bauen. Auf eine Magen. Das funktioniert trotzdem nicht. Der fährt jetzt. Da wollten wir ihn aber nicht hinhaben. Doch. Ja, kein Wunder, das haben wir auch geklebt. Ja, richtig. Wow. Guck mal, wenn wir das auf einen Wagen stellen, dann fährt die Wagen in eine Richtung. Ich dachte ohne Kleber. Und ja, wir können alles verwenden. Wir müssen nur unseren Kopf entscheiden. Also, das fährt. Haben wir gesehen. Wir haben noch eine Möglichkeit. Zum Beispiel, wenn wir das fliegen lassen. Was können wir tun? Eine Sache sein. Stehen lassen. Okay. Ob das so ist. Also, was haben wir da rein? Oh, das ist ein Luftkissenbomb. Wie funktioniert ein Luftkissenbomb? Wie können wir uns so ein Boot bauen? Ja. Wir könnten es vielleicht mit einem Luftballon bauen. Ja, Luftballon. Oder? Und was brauchen wir noch? Wir müssen. Wir könnten so zwei Luftballons hinten machen. Hinten dran und dann könnten wir irgendwie wieder so ein kleines. Also eigentlich brauchen wir eine glatte Oberfläche und wir brauchen irgendwas, was Luft nach unten stopft. Ja, wir haben gestern den Auto zerfetzt, ne? Wir könnten noch dieses Teil aufbauen. Ey, eine Disk. Ein Disk. Okay, ja. Gar nicht. Also das wird wahrscheinlich jetzt nicht so wirklich funktionieren, aber ich versuche mindestens. Die Sauce. Echt jetzt? Wir sind riesig schneller. Aber ehrlich. Was passiert jetzt? Halleluja. Okay. Und jetzt schauen wir, ob das so ein bisschen fahren kann. Ja! Naja. Also ich weiß nicht, wohin es fahren soll. Also Luftkissen kann man es nicht nennen. Doch, das ist Luftkissen, das fährt doch. Weil ohne Luftkissen passiert nichts. Aber sie schubsen. Aber wir könnten es noch schaffen. Ja, ich schubse, aber das kennt vom. Wir könnten vielleicht noch einen Ballon machen. Hier befestigen. Ja, und dann gibt es mehr Power. Ja, dann also, wenn wir auch nach hinten was rauspusten, der wird auch in eine Richtung sich bewegen. Okay. Richtig. Aber ich wollte das Prinzip Luftkissen zeigen erstmal. Dass es abhebt und sich bewegen kann. So. So, hier haben wir so Schema, wie das funktioniert. Luft wird hier mit Propeller nach oben getrieben. Und hier bleibt dieses Luftkissen, was das ganze Fahrzeug hochhebt. Aber das wird auch schwimmen, oder? Was? Das wird auch schwimmen, das Luftkissen. Ja, das wird auch schwimmen. Das ist egal, welche Oberfläche da drunter ist. Kann das Luftkissen zerplatzen, wenn man mit da reinsteht? Kann man schon. Und was ist diese Maschine? Und wie da ein Messer reinmachen oder? Das ist ziemlich dicht. Okay. Jetzt kommen wir zu Raketen. Tsiolkovsky. Genau. Der Russe. Konstantin Tsiolkovsky hat eigentlich diese Prinzipien alle zusammengesammelt und hat so Raketen gebaut. Das ist eine ziemlich moderne Rakete, die hat die Station Mir hochgebracht. Die Station Mir sagt euch was wahrscheinlich. Russland. Ja, genau, das ist so eine Raumstation, die ist schon versenkt, weil die veraltet ist. Russland oder Amerika, NASA. Genau. Ja, man erwähnt auch, weil da ein falschrumes M ist und das ist im Russischen auch so ansagen. Ja, für NASA. Genau. So ist eine Rakete so im Prinzip gebaut. Was haben wir hier? Wir haben hier zwei Tanks. Ein Tank, zwei Tank. Dann haben wir so eine kleine
Getriebe, wo alles, nicht Getriebe, also kleine Motor, wo alles zusammengemischt wird. Und da unten haben wir Düse, wo diese Mischung verbrennt und diese Rakete hochhält. Es gibt immer zwei Tanks, weil wir haben zwei Komponenten. Das ist erstmal Sauerstoff, flüssiger Sauerstoff und irgendwas, was gut brennt. Ja, und diese beiden Stoffe werden hier unten gemischt, verbrannt und abgeschickt. Ja, 4. Oktober 1957 haben wir ein erster Satellit, Erde-Satellit, raufgeschickt. War auch ein russischer. Es gab wieder natürlich so diesen Kampf Russen gegen Amerikaner. Wer schafft das zuerst? Russen haben das zuerst geschafft. Aber Amerikaner war zuerst auf dem Mond. Hey? Ja, ob die auf dem Mond waren, ist äußerst fraglich. Die sagen, dass die auf dem Mond waren. Das hat aber keiner noch so richtig bewiesen. Ja. Also auf jeden Fall haben wir mit Hilfe von so einer Rakete einen Satellit hochgeschickt. Dann haben die Leute versucht, diese ganzen Raketen noch effizienter zu machen. Das war doch von Amerika. Ja, das ist ein Apollo-Raumschiff, das eigentlich zum Mondlandung so vorbestimmt war. Und da sehen wir, das Raumschiff an sich ist diese kleine Kapsel. Hier gibt es Mondmodul. Und da haben wir drei Stufen. Wer kann mir sagen, warum diese Rakete drei Stufen hat? Ja. Ich glaube, Stufe 1, kommt da auch Feuer raus, also auch sicher. Ah, ich weiß. Und wenn es leer ist, fällt es ab. Stufe 2, wenn es leer ist, fällt es ab. Und Stufe 3, also es wird immer betrieben. Also wie so ein Tank. Und wenn der Tank leer ist, fällt es ab. Warum soll er abfallen? Ja, damit es nicht so schwer ist, damit die Stufe 2 auch weiter tragen kann. Ziemlich genau richtig. Also wenn dieser Tank leer ist, also alles abgebrannt ist, das wiegt auch so eine gewisse Menge. Und das ist eigentlich nicht mehr nützlich, dieses Gewicht mitzutragen. Deshalb fällt das ab. Wo verschwindet das nur am Schluss? Ja. Genau, und letztendlich 12. April 1961 haben wir den ersten Mensch in Weltall losgeschickt. Yuri Gagarin. Genau. Das ist USA. Aus USA? Was steht da oben? Das ist aus USA! Guck dir allein den Namen! CCTA. Das ist auch aus dem. Das ist allein der Name. Genau. Aber es sieht nicht so aus. Hä, aber der erste war doch Neil Armstrong, oder? Nein. Das war der erste Mensch auf dem Mond. Only
tonight. Ooh, I'm right on target. Zeigen wollte. Kartoffeln, esse Kartoffeln. Wir machen eine Uhr. Ah, wir können daraus Strom erzeugen, gell? Strom erzeugen können wir nicht. Nicht? Doch, eine Kartoffeluhr. Aber wir können damit schießen. Schießen? Genau. Auf mich. Wir laden diese Kartoffel hier rein. Auf gar nicht ist man nicht. Gar nicht. Jetzt saugt er die so ein. Jetzt sind da Munition drin. Jetzt guckt er. Genau. Und jetzt schießen wir da in diese Richtung. Nein, auf Kummels Kopf! Ich wusste, dass er das so macht. Boah! Ich hab den Locker in den Kopf getroffen. Ey, wo haben Sie diese Stange her? Ich will mir auch so welche holen. Soll ich es auch mal machen? Und gehen auf dieses. Kann ich es auch mal versuchen? Ja, natürlich. Ja, ich auch. Ich war der Erste jetzt. Ich war der Erste, der gefragt hat. Also, wir haben gesehen, dass der Mensch doch irgendwie in der Luft geschafft hat. Es gibt Flugzeuge, es gibt Heißluftballone, es gibt Hubschrauber, es gibt ziemlich viele Sachen, was hochkommt. Was passiert, wenn bei Flugzeug ein Flügel abreißt? Ja? Das Flugzeug stürzt ab. Richtig. Und was passiert mit deren, die da drin sind? Und es fängt an zu brennen. Na, nicht unbedingt. Also, auf jeden Fall, die sind sicher tot. Also, wenn Leute, du von der nicht, Höhe runterfällst, dann bist du tot. Ich habe Leute überleben. Ja. Ich habe so ein Buch, das, da ist die Überlebenschance 90% bei einem Flugzeugabsturz. Aber 90%? Ja. Nee. Das ist aber sicher falsch. Also, Überlebenschance 50, ist ziemlich gering. Aber was wäre, wenn man immer fliegt hinten einen Fallschirm auf dem? Richtig. Um das zu verhindern, dass die Leute umgehen, hat man Fallschirme erfunden. Genau. Aber nur zwei Stück in einem Flugzeug wahrscheinlich. Nee, also in großen Maschinen gibt es die gar nicht. Ich hab mal. Also, erste Fallschirm hat Leonardo da Vinci so aufgezeichnet. So sieht das aus. Das ist so Pyramide mit vier Seilen. Und da hat er gemeint, dass der Mensch mit Hilfe von diesem Fallschirm so einen Absturz überleben kann. Also tatsächlich, im Jahr 2000 hat ein Mann, Andrea Niklas, sowas nachgebaut und gesprungen. Das hat auch so gut funktioniert. Nur der wollte kein Risiko gehen. Der hat das nicht gelandet, der hat das abgeworfen und mit ganz normalen modernen Fallschirmen gelandet. Ja? Aber wenn. Der hat ja ganz früher gelebt, der Leonardo da Vinci. Ja, richtig. Und da gab es doch dann auch gar keine Flugzeuge. Und warum richtig. Hat der dann Fallschirm gebaut, wenn es gar keine Flugzeuge gab? Also, der hat das nicht gebaut, der hat das aufgezeichnet. Der hat vorausgesehen, dass sowas kommt. Also Leonardo da Vinci hat ziemlich viele Entwicklungen gemacht in Mechanik und in Fliegen, in anderen Sachgebieten. Ja, der hat auch so und der Fallschirm hat er also auch so mitgezeichnet. Genau. Der hat auch so ein Flugzeug. Kann ich etwas sagen? Ja. Also ich habe mal letztens einen Film geguckt, da waren viele Leute in einem Film, da war ein egoistischer Mann im Flugzeug, er hat mit sehr vielen Computern gearbeitet im Flugzeug, obwohl er es nicht durfte, er hat es trotzdem gemacht. Dann ist wegen diesem ganzen Strom der Flugzeug abgestürzt und da waren nur sechs Fallschirme und er hat alles mit sich genommen. Also, ganz ehrlich, was ihr in Hollywood-Filmen über Fallschirmspringen seht, stimmt gar nichts.
Das ist sowas von erfunden, das kann gar nicht funktionieren. Ja. Okay, jetzt gehen wir zurück. Also danach, als die ersten Mongols hier hochgeflogen sind, haben die Leute auch überlegt, was machen wir denn, wenn das Ding abstürzt. Und da haben die Rundkappen gebastelt. Das sieht so aus, das ist so ein Luftballon, das geht hoch. Hier unten gibt es Kabine mit Piloten und hier ist so ein Fallschirm gestreckt. Wenn wir jetzt diese Linie hier kappen, Luftballon fliegt weg, das Teil öffnet sich und der kommt sich herunter. Ja. Aber im Flugzeug landet gibt es auch, zum Beispiel wenn man landet, guckst du mal nach hinten, da sind immer Fallschirme. Also hinten, wenn es landet. Da gibt es keine Fallschirme. Jetzt stopp mal. Stopp. Da gibt es keine Fallschirme. Jetzt machen wir weiter. Also, diese Rundkappe. Da gibt es ein Problem natürlich. Erstens können wir das auch nicht steuern. Wenn dieses Schirm runterkommt, das fliegt da, wo Wind kommt. Also Wind treibt das Ding weg. Und wenn das zum Beispiel irgendwo in offenes Meer fliegt, dann können wir das nicht verhindern. Zweiter großer Nachteil ist, dass dieser Schirm ist viel zu groß. Die waren riesig, die haben so entweder so Holzstangen hier, also da brauchte man ganz, ganz viel Zeit, um das aufzubauen. Und wenn ein Fluggerät abstürzt, dann hat man keine Zeit dafür gehabt. Und noch eine Sache. Diese Fallschirm, die sieht so wie Halbkugel, die war ziemlich unstabil. Wenn die runterkommt, dann fängt die an von links nach rechts zu schweben. Warum? Hier unten, also wenn das Ding runterkommt, bildet sich Druck. Und dieses Druck will rauskommen, dieses übrige Luft, und das geht immer über eine Seite. Und in dem Moment kippt das Ganze um. Danach haben die Leute so nachgedacht, was machen wir dagegen? Was meint er? Was haben sie gemacht mit diesem Schirm, ja? Die haben das bei den richtigen, jetzt bei den richtigen Fallschirmen so gemacht, dass die Luft raus kann. Richtig, Luft raus. Und zwar, die haben hier in der Mitte ein Loch rausgeschnitten. Ja, ein Loch rausgeschnitten, somit ist übrige Luft, das hier so reinkommt, der geht hier in die Mitte raus und somit bleibt das ganze Ding stabil. Okay. 1910 hat Gleb Kotelnikow, das war auch so russischer Wissenschaftler, einen Fallschirm entwickelt, das in einen Rucksack passte. Das sieht jetzt so gar nicht mehr so groß aus. Das ist ein ganz altes Foto, verschwommen, sieht man gar nichts. Aber trotzdem, der hat geschafft, einen Fallschirm in den Rucksack zu packen und so könnte man dieses Fallschirm immer mitnehmen. Und natürlich, man kann das benutzen, wenn du komplett aus Flugzeug oder aus einem Heißluftballon rausgefallen bist. Also waren die Fallschirme von früher nicht eingepackt, man kann Nein. sie draußen liegen? Genau, die waren die ganze Zeit draußen. Wieso benutzen die manche dann die Fallschirme nicht mehr, wenn sie damit gesprungen sind? Die Frage verstehe ich nicht. Was meinst du? Das ist wieder so ein Film gewesen, weil die werfen dann diese Fallschirme weg, wenn die damit landen. Ja, das erzähle ich gleich. Okay. Kann man... Also, 1937 hat Alexei Lobanow eine Fallschirm entwickelt, die wie ein Flügel aussieht. Die war nicht mehr rund, sondern so eckig. Das ist so fast moderne Fallschirm. Frankreich. Nein, Russland. Genau. Genau. Also, das ist schon moderne Fallschirm. Achso, und da kann die Luft. Genau. Ohne. Ich habe hier so einen Fallschirm mitgebracht. So. Hier gibt es natürlich zwei Fallschirme. Hier unten gibt es Hauptschirm. So innen. Und hier oben gibt es eine Reserve. Und zwar, zu deiner Frage, wenn Hauptschirm sich nicht richtig öffnet, dann kann man diesen Hauptschirm abtrennen, das fliegt weg und da kann man Reserve aktivieren. Ja, was passiert mit dem? Ist dann kaputt? Die ist nicht kaputt, da kann man danach aufsammeln, überprüfen und wieder dranhängen.
Ja. Wie machen Sie, also tragen Sie es mal in den Rücken? Ja. Wie machen Sie es dann auf? Schauen wir mal. Also, wie machen wir das Teil auf? Dazu habe ich so ein Video. Könnten Sie vom Fenster springen? Nein, das ist viel zu tief. Und jetzt kommt der Zeitpunkt, wo du das Fallschirm aktivieren musst. Ja. Dann machst du folgendes. Da gibt's nichts. Auf andere Seite. Wo? So, okay. Also hier. Ja. Das Fell ziehst du raus. Zieh raus. Hallo. Raus und wegschmeißen. Punkt. Okay. Hier gibt es so ein kleines Hilfsschirm. So. Das geht hier in Luftschirm raus. Ja. Das zieht an diese Schnur hier. Entfaltet sich das gleich? Ja, mach das auf und zieht so eine Tasche raus. Und so eine Tasche kommt raus. Kommt raus, kommt raus, kommt raus. Okay, und dann... mein Ohr. Genau. Dann kommen die Leinen so ganz langsam raus. Das streckt sich. Ich mach von einfach. Streckt sich. Und fällt raus. Punkt. So, ganz vorsichtig rausgeht. Punkt. So. Was passiert jetzt? Dann haltet man sich hier fest. Ja. Was passiert jetzt? Jetzt wird das noch ein bisschen entfalten. So. Kommen zwei Leute bitte her. Ja. Jetzt gehe ich aus dem Fenster springen. Genau. Und wir machen das so auseinander. Auseinander, Das dann wieder rein. Dann geht das auf. Auf. Wird die auch gut sein? Ja. Okay. Gibt es eine Maschine, mit der man das zumacht? Nein. Oh. Okay. Wir haben jetzt angeschaut, wie dieser Fallschirm entfaltet und wie die wieder zurück zugepackt wird. Das passiert mehrmals am Tag. Das heißt, wenn wir so mal gesprungen sind, dann müssen wir das reinbringen. Kannst du dann auch, wenn der Fallschirm ganz auf ist, ganz ausgefaltet, und dann erst aus dem Flugzeug springen? Das kann man machen, das macht aber wenig Sinn. Weil das Fallschirm füllt sich komplett mit Luft und dann bleibst du hinten am Flugzeug hängen. Das ist nicht sinnvoll. Genau. So weit zu Fallschirm. Was ist das? Genau. Wie wird man einen Fallschirm springen? Also es gibt eigentlich so drei Methoden. Es gibt Ausbildung nach alten Art, so wie früher gemacht wird. Es gibt AFF-Ausbildung und man kann das einfach ausprobieren, indem man so einen Tandemsprung macht. Okay, die Ausbildung, die konventionell ist. Was ist das? Das so alte Methode, da springt man von 1000 Meter. Man hat fast genau selber Fallschirm, aber das ist mit Flugzeug mit so einer Leine verbunden. Und wenn du aus Flugzeug rausspringst, diese Leine zieht dein Fallschirm sofort auf. Also genau, da hast du keinen freien Fall. Du springst raus und dein Schirm öffnet sich. Wie haben Sie es gemacht? Ich habe AFF-Methode gemacht, aber konventionell habe ich danach auch gemacht, als ich meine Lehrerberechtigung gemacht habe. Verdienen Sie damit Geld? Ja, so ein bisschen. Okay.
Konventionelle Ausbildung heißt, wir springen vom Flugzeug und unser Schirm geht sofort auf, weil es mit Flugzeug mit einer Leine verbunden ist. Jetzt Ruhe. Die IFF-Methode heißt Accelerated Freefall. Da springen die Leute direkt von 4000 Meter runter. Und erste drei Sprünge macht man mit zwei Lehrern, die den Schüler so an Seite packen und ihm alles zeigen. Und letzte vier Sprünge macht er so mit einem Lehrer. Dann darf er alleine springen. Ja. Accelerated Free Fall. Also beschleunigter freier Fall. Müssen wir aber nicht alles schreiben im Text. Nein, das nicht. Oh. Okay. Und man kann Tandem machen. Also der Tandemmeister nimmt seinen Passagier, da gibt es vier Haken, die kommen an sein Flugzeug dran und dann springen die beide auf einem Fallschirm zusammen. Okay, wie kann das noch gemacht werden? Flugsimulator. Genau, das ist so ein Tunnel. Hier sieht man nicht so wirklich gut. Hier ist eine Flugkammer. Da kann man fliegen. Und alles drumherum hier ist ein großes Rohr. Hier oben gibt es zwei Motoren, die Luft hier so rumkreisen lassen. Andersrum. Eigentlich von unten nach oben. Pumps. So, und auch hier. So. Und hier gibt es so einen Wind nach oben, dass man da ganz normal schweben kann. Und das machen wir morgen. Kann der Mensch fliegen? Kann der Mensch fliegen? Was sagt ihr jetzt? Mensch fliegen oder kann er nicht? Stellt euch vor, das wäre die Testfrage. Nein, kann er nicht. Ja, mit Hilfsmitteln. Okay, also dazu. Eigentlich von alleine kann der Mensch nicht fliegen. Aber zum Schluss zeige ich so einen Zeichentrickfilm. Das ist ein komplett Zeichentrickfilm. Und der zeigt eigentlich, wie relativ alles ist. Und wenn wir diese Situation einfach vom anderen Winkel betrachten, dann fliegt er schon. Im Weltall kann der Mensch fliegen. Ja. Er schwebt. Ja. Kein Schaden. Also, schauen wir das an. Und ohne die Atmosphäre.
собака, вот а там, но не меня, но есть другие грани понимания.